Börselive 14.30 Uhr, hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Sie sehen, ich habe einen Gast im Studio, Thorsten Küfner vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Küfner, Sie haben uns heute einige Werte mitgebracht, wo besonders auch die Dividenden interessant sind. Da werden wir natürlich jetzt im Laufe der Sendung nochmal den Fokus etwas genauer drauf richten. Wir starten aber erstmal mit der Arealbank. Wir sind ja momentan noch nach wie vor in der Quartalsberichtssaison. Es gab auch schon Zahlen von der Quartalbank, die waren recht gut. Aber jetzt auch die letzte Nachricht, die Arealbank hat einen Zukauf getätigt. Und auch das kam schon vor wenigen Tagen ziemlich gut an bei den Anlegern. Ist das jetzt der endgültige Ausbruch nach oben? Also wir können uns das schon gut vorstellen. Wie gesagt, die Übernahme am Wochenende kam gut an. Man übernimmt die Westimmo und verbucht dann auch gleich einen Zugangsgewinn von knapp 150 Millionen Euro. Die Zahlen waren auch gut, ein neues Rekordergebnis. Man hebt die Dividende an von 75 Cent auf 1,20 Euro. Das macht ja aktuell auf dem aktuellen Niveau jetzt auch eine Dividendenrendite von knapp 3% fast. Und ja, auch ganz ordentlich. Was uns und was vor allem Dividendenjäger bei der Arealbank gefällt, ist die Aussicht auf satte Sonderdividenden in den kommenden Jahren oder allgemein eine wesentlich höhere Ausschüttungsquote. Da müssen wir jetzt recht weit zurückgehen bis zur Finanzkrise. Die Arealbank kam zwar in der Finanzkrise eigentlich sehr gut durch. Man hat in jedem Quartal immer Gewinne erzielt. Hatte aber trotzdem, da es schwierig war, sich zu refinanzieren, vor allem günstig zu refinanzieren, was für einen Immobilienfinanzierer wie die Arealbank ja existenziell wichtig ist, hat man trotzdem Staatshilfen angenommen, Staatsgarantien, um genau zu sein. In der Zeit, in der man diese Staatsgarantien hatte, durfte man keine Dividende ausschütten. Man hat aber weiterhin Jahr für Jahr immer wieder teilweise richtig satte Gewinne gemacht, durfte diese aber nicht ausschütten. Jetzt hat man mittlerweile eine Kernkapitalquote von 14%, eine harte Kernkapitalquote von 14%. Das ist eigentlich zu viel. Und dieses überschüssige Kapital wird man nun in den kommenden Jahren wahrscheinlich an die Aktionäre ausschütten. Man hat schon so Andeutungen gemacht. Jetzt kam ja am Wochenende die Übernahme der Westimmo. Das könnte bedeuten, dass es vielleicht noch etwas länger dauert, bis dies dann kommt. Aber über kurz oder lang gehen eigentlich die meisten Experten davon aus, dass die Arealbank 90% oder fast den kompletten Gewinn in den kommenden Jahren ausschütten wird. Man geht davon aus, dass man so knapp 3 Euro pro Jahr verdienen wird. Und wenn man wirklich eine Dividende von knapp 3 Euro dann hätten wir eine Rendite ja von knapp 8%, und das wäre natürlich die absolute Spitze im MDAX, und das ist auch ein Grund, warum man die Arealbank kaufen kann. Wir finden das Unternehmen ohnehin sehr gut geführt, es ist eine sehr gute Marktstellung und uns gefällt die Aktie. Das Management schafft es immer wieder, die eigenen Prognosen zu übertreffen, und es gefällt auch dem Markt. Ich meine, hier im Jahreschart sieht man es nicht so deutlich, aber wenn man sich anschaut, wir waren bei der Finanzkrise bei knapp 3 Euro, jetzt sind wir bei 40 Euro. Also man hat hier wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht, und wir glauben auch, dass es in den kommenden Jahren so weitergehen würde. Wir sind ja jetzt schon auf einem sehr hohen Niveau. Sie sprachen gerade davon, dass man in den nächsten Jahren hier noch einiges bei der Dividende erwarten kann. Würden Sie trotzdem jetzt hier noch zu einem Einstieg raten, oder würden Sie sagen, jetzt sollten vielleicht erstmal diese Supernachrichten, die Quartalszahlen, die Übernahme abgewartet werden? Also es kann natürlich durchaus sein, dass wir jetzt nach dieser Fahnenstange, die wir jetzt eigentlich von 36 bis 40 gemacht haben, es auch mal so eine Seitwärtskonsolidierung geben könnte. Das ist natürlich schon klar. Also wann jetzt der optimale Zeitpunkt ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, die Bewertung ist immer noch niedrig. Also jetzt nicht nur von der Dividendenrendite. Man notiert eigentlich nur knapp über Buchwert. Und das KGV liegt bei so knapp 11, 12. Also das ist auch absolut ein Niveau, wo man noch zugreifen kann. Und wie gesagt, Qualität hat ihren Preis. Und Arealbank ist unserer Meinung nach eigentlich noch nicht, für die Qualität, die das Unternehmen hat, eigentlich noch nicht hoch genug bewertet. Ebenfalls Zahlen vorgebracht hat unser nächster Wert, nämlich die Munich Re. Da muss man sagen, naja, die Zahlen waren so lala, möchte man fast sagen. Es gab einen Gewinnrückgang und trotzdem soll aber die Dividende steigen. Kommt natürlich klar bei den Anlegern erstmal gut an, aber sollte man da nicht vielleicht diese durchwachsenen Quartalszahlen noch ein bisschen mehr im Fokus behalten? Ja, also es hat sich ja schon angedeutet. Ich meine, die Munich Re, man muss ja immer sehen, es waren in den vergangenen Jahren waren relativ katastrophenarm, also von den versicherten Schäden. Und Jahre, die darauf folgen, sind dann meistens immer eher schlecht für die Munich Re, da eben die Prämien, die man allen Erstversichern abknüpfen kann quasi, dann auch sinken. Es hat sich schon angedeutet, zudem gibt es in der Rückversicherungsbranche auch einen harten Konkurrenzdruck, Konkurrenzkampf, denn viele Hedgefonds gehen in Zeiten niedriger Zinsen auch immer wieder mal in dieses Geschäft hinein und ja, verderben quasi Marktführer Munich wieder etwas die Preise. Also es ist jetzt keine große Überraschung. Man muss einfach sehen, in den vergangenen Jahren ist die Munich auch mit widrigeren Marktbedingungen zurechtgekommen. Das Ergebnis war, haut uns jetzt nicht von Hocker, aber es ist weiterhin solide. Und man muss bei der Munich Re einfach sehen, als Dividendenjäger ist man hier absolut ganz stark positioniert. Ich meine, die Munich Re hat seit 1969 nicht mehr die Dividende gesenkt. Und jetzt sind wir bei knapp 7,75 Euro. Und darunter dürfte es auch in den kommenden Jahren kaum gehen. Ich meine, man muss ja auch sehen, man hat ja jetzt auch wieder pro Jahr knapp 14 Euro pro Aktie verdient. Also die Ausschüttungsquote ist gar nicht mal so hoch. Also man hat auch 2011 deutlich mehr ausgeschüttet, als man einen verdient hatte, weil die Munich Re eben sehr hohe Rücklagen hat. Und von daher würde ich mir als Anleger hier keinerlei Sorgen machen.
Wenn man jetzt beispielsweise die Arealbank mal mit der Munich Re vergleichen würde in Bezug auf die Dividende, wo hat man denn jetzt hier die größeren Hoffnungen? Sagen wir so, also bei der Munich Re hat man vor allem die Sicherheit, eine hohe Dividende, die seit 1969 eben regelmäßig nie gesenkt worden ist, meistens erhöht worden ist. Bei der Arealbank hat man etwas mehr Fantasie, dafür absolut gerechnet. Bei der Munich Re sind wir bei über 4%, bei der Arealbank jetzt aktuell bei 3%, hat man natürlich bei der Munich Re jetzt dann aktuell noch die Nase vorne. Aber wie gesagt, in den kommenden Jahren kann es durchaus sein, dass die Arealbank da die Munich Re deutlich übertreffen wird. Beim nächsten Unternehmen, das wir uns etwas näher anschauen, Unilever, also für die Zuschauer, die damit jetzt erstmal nicht so viel anfangen können. Unilever ist bekannt für Langnese oder eben auch Domestos, das Reinigungsmittel. Da muss man sagen, gab es auch schon Zahlen. Die Zahlen fürs vierte Quartal, die sind nicht berauschend ausgefallen. Aber im wahren Rausch, kann man sagen, sehen wir eigentlich hier die Unilever-Aktie seit dem Januar diesen Jahres, oder? Ja, absolut. Also Unilever ist eigentlich so in dem Konsumgütersektor unser Favorit. Sie haben ja nur wenige jetzt aufgezählt. Unilever hat eine Vielzahl an Marken, die weltweit bekannt sind. Und man ist glänzend positioniert. Und von allen Nahrungs- und Konsumgütermittelherstellern ist Unilever so das Unternehmen, das vor allem in den stark wachsenden Emerging Markets sehr gut positioniert ist. Man erwirtschaftet dort schon mehr einen höheren Umsatz als etwa in Nordamerika oder in Europa. Wenn man diese Marktstellung dort halten kann, dann wird man in den kommenden Jahren auch Nestle und Kraftfoods und so weiter, Danone eben deutlich outperformen. Und wir finden daher, dass diese Aktie eigentlich so der Favorit im Sektor ist. Die Bewertung ist aktuell jetzt kein Schnäppchen mehr, aber man muss einfach sehen, Unilever hat seit über 40 Jahren die Dividende konstant angehoben. Und wir glauben, dass man diese Tradition auch fortsetzen wird. Und ich meine, wir haben aktuell schon eine Rendite von 3,2%, also doch sehr ordentlich. Und wenn das eben permanent angehoben wird, dann glaube ich, ist das für Dividendenjäger auch auf jeden Fall ein absolutes Schnäppchen. Zudem muss man auch sagen, Unilever profitiert sehr stark davon, dass der Euro schwach ist. Denn das Unternehmen bilanziert ja in Euro, ist ein niederländisches, britisches Unternehmen. Man bilanziert, da der Hauptsitz in Rotterdam ist, in Euro und erzielt 3/4 des Umsatzes außerhalb der Eurozone. Und von daher glauben wir schon, dass Unilever auch in den kommenden Jahren Umsatz und Gewinn permanent steigen wird und dann eben auch die Dividende nachziehen wird. Was passiert denn beispielsweise bei Unilever, wenn der Euro jetzt doch den Turnaround schafft, sich wieder etwas stabilisiert bzw. wieder nach oben kommt? Ja, dann würde es natürlich die Gewinndynamik deutlich beeinträchtigen, deutlich schmälern. Allerdings sieht es danach jetzt aktuell nicht aus. Ich meine, der Markt wird jetzt geflutet von Mario Draghi. Also, dass jetzt der Euro so schnell einen Turnout schafft, sehen wir aktuell nicht. Und selbst wenn, man muss ja auch sehen, die Ausschüttungsquote von Unilever ist jetzt auch nicht so hoch. Also man könnte auch durchaus die eine oder andere Krisenzeit überstehen, ohne Dividende kürzen zu müssen. Wir haben schon öfter über den Wert beziehungsweise über das Unternehmen McDonald's gesprochen und ich habe jetzt kürzlich erst gelesen, McDonald's ist ja eigentlich auch, ich sag mal, ein bisschen auf Schüler, auf Jugendliche ausgerichtet. Früher, auch als wir noch in die Schule gingen, da hat man sich dann für einen Euro oder damals noch eine Mark, einen Hamburger, einen Cheeseburger, was auch immer geholt. Jetzt möchte McDonald's aber auch die etwas besser verdienenden Kunden ansprechen. Was muss man sich da jetzt vorstellen? Also es soll zu einem Umbau kommen. Gibt es dann jetzt demnächst den Burger Deluxe bei McDonald's? Möglich ist, glaube ich, alles. Also ich meine, das Unternehmen hat uns ja damals vor Jahren eigentlich mit McCafé eigentlich schon vor allem positiv überrascht. Also man hatte da auch schon wirklich einen zusätzlichen Ertragsbringer sich in die einzelnen Filialen geholt. Das kam sehr gut an, auch bei Leuten, die bis dahin eigentlich sich kaum für McDonald's interessiert hatten. Mal sehen, was man jetzt eben plant. Es gibt ja auch in den USA viele Burgerketten, viele wesentlich kleinere Burgerketten, die eben mit hochpreisigen Produkten, mit Bio-Burgern, mit Veggie-Burgern und so weiter McDonald's auch so ein bisschen nicht komplett den Rang abgelaufen, aber doch ein bisschen Marktanteile streitig gemacht haben. Und jetzt will man sich eben, will man quasi zurückschlagen. Man hat eben gesehen, in den vergangenen Jahren ist man kaum noch gewachsen, selbst in den USA nicht. Und in den USA, muss man sagen, ist McDonald's vielleicht einer der wenigen, fast Leidtragenden der guten Wirtschaftsentwicklung. Denn das Preisniveau von McDonald's in den USA ist eigentlich verhältnismäßig geringer als jetzt etwa in Deutschland oder in Europa. Von daher, McDonald's, viele Amerikaner gehen vor allem in Krisenzeiten zu McDonald's. Und das ist weitaus günstiger als im Restaurant. Und jetzt aktuell, die Wirtschaft in den USA brummt, die Arbeitslosenzahlen sind relativ niedrig, müssen eben weniger Leute in den McDonald's gehen. Sie können sich das richtige Restaurant leisten mit Bedienung und so weiter, allen drum und dran. Ja, und darunter hat man eben etwas gelitten. Und wie gesagt, da kommen jetzt eben dann so Ideen ins Spiel wie hochpreisigere Burger, Deluxe-Burger, keine Ahnung, was man da jetzt dann sehen wird. Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine spannende Geschichte.
Aktuell, wie gesagt, haben wir eigentlich null Wachstum gehabt, das ist teilweise sogar negatives Wachstum. Man hat ja auch reagiert, man hat den Firmenchef rausgeschmissen, hat einen neuen geholt, der mit neuen Ideen kommen soll. Man plant in Australien diverse, teilweise auch Shops, wo man zum Beispiel Burger King, die Burger King Soße einzeln verkauft. Also mal sehen, wie das angenommen, mal sehen, wie das angenommen wird. Also man macht sehr viele Testläufe und es wird sicher spannend werden, was dann letztlich rauskommt. Aber wie gesagt, die Manager haben in der Vergangenheit oftmals bewiesen, dass sie mit neuen Produkten wirklich punkten können. Und ich glaube, McDonald's hat es in der Vergangenheit immer wieder geschafft, den Markt zu überraschen, positiv zu überraschen. Und wir hatten jetzt eine Phase, wo es nicht so gut lief. Hier sieht man natürlich den Chart in Euro, der ist natürlich etwas verzerrt. Aber ich glaube schon, das ist auf jeden Fall eine Aktie, die man, wenn man sie hat, halten kann. Ansonsten kann man sie vielleicht beobachten und eben abwarten, wie eben diese Spielereien mit Burger King Soße, mit Deluxe Burger und keine Ahnung, was da kommen würde, dann eben aufgehen. Bezüglich der Dividende muss man sagen, McDonald's hat eine Rendite von 3,7% und hat seit 1977 permanent die Dividende angehoben. Also ein Dividendenaristokrat, und ich glaube, wer diese Aktiendepot hat, der sollte sie einfach drin halten und sich freuen, wenn eben den Managern was Neues einfällt. Ganz kurz zum Schluss, Herr Küfner, wir haben uns jetzt vier Werte etwas näher angeschaut. Die Arealbank, die Munich Re, McDonald's und Unilever. Auf die Dividendenpolitik gesehen, was ist hier Ihr Favorit, Ihr Liebling? Mein Liebling vielleicht aktuell schon die Arealbank. Also hier kommt, wie gesagt, sehr, sehr viel zusammen. Gemessen an der aktuellen Dividendenrendite ist das noch nicht der Topwert, aber wie gesagt, in den kommenden Jahren glauben wir schon, dass da wesentlich mehr an die Aktionäre fließen wird, zumal ja auch die Geschäfts- und Aktienkursentwicklung auch sehr positiv gewesen ist. Also Arealbank knapp vor Unilever. Dann sage ich vielen Dank für diesen Überblick der dividendenstarken Aktien. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie sind jetzt auch ein bisschen angeheizt worden, was die Dividendenpolitik angeht. Und ich sage, kurze Werbung, bis gleich.